Wollen wir noch mal sehen, was hier noch so alles an Neckern ist. Oh, ich sehe da viele Geräuschquellen. Neckerlein, kommt alle her. Sagte, kommt alle her. Geht doch. Na los, ihr Mistviecher. Oh yeah. Habt ihr euch hier in einem alten Minenbereich gemacht oder wie sieht das aus? Das war's wohl mit der Neckerplage. Ach ne, da hinten sind noch mehr. Aber natürlich will ich noch die Überreste einsammeln. Mutagene. Und Neckeraugen. Ich glaube, da ist noch was Größeres drin. So vom Geräusch her. Tollwütiger Felstroll. Lass mich in Ruhe. Renne. Das ist noch viel besser. Anstatt ihn in Ruhe zu lassen, kannst du auch einfach brennen. So ein Felstroll sind natürlich recht felsig. Au. Komm schon, komm her. Haha. Voll aus den Socken gehauen. Sehr gut. Natürlich muss man sich hier ein bisschen umgucken. Was haben wir denn hier? Aha, ein Durchgang. Und eine Truhe. Überlegenes Kotze-Silberschwert. Geil. Das ist aus feinster Kotze geschmiedet. Und was haben wir sonst noch? Mehr Neckar. Yep, mehr Neckar. Was habt ihr nicht hier mit dem Felstroll am Hut gehabt? Darf ich euch das mal fragen? War das euer Kumpel oder wie? Oder war das nur eine Zweckgemeinschaft? Entschuldigung, wer bist du? Keine Ahnung. Mehr ist ja auch nicht. Nö. Naja, das war doch aber schon einiges. Und ein Bestiariumseintrag für einen Felstroll habe ich kassiert. Den muss ich mir auch reinziehen, oder? Was ist ein Felstroll denn? Ein Konstrukt? Nein. Ist es ein Relikt? Nein. Ist es ein Ogruid? Ja! Felstrolle! Mensch, Rätsel sagen, aber nicht Tricks, sonst Trollbums auf Kopf. Felstroll, der in einer Höhle auf Undwig lebt. Okay. Wenn man beim Wandern auf einen sich fortbewegenden Felsen stößt, sollte man nicht denken, die Augen würden aber einen Streich spielen. Stattdessen sollte man sein Schwert ziehen, denn man steht einem Felstroll gegenüber. Natürlich endet nicht jede Begegnung mit diesen Kreaturen in Kampf. Auch wenn sie nicht besonders intelligent sind, sind Trolle doch vernünftige Wesen. Aber es ist besser, auf das Schlimmste gefasst zu sein. Ansonsten könnte es passieren, dass die Wanderung nicht auf dem Gipfel, sondern im Kochtopf endet. X, ich will immer das nicht, dass meine Wanderung im Kochtopf endet. Da bin ich nicht so scharf drauf. Eher Ziege bin ich da drauf, muss ich sagen. Ja. So, die Höhle wäre zumindest geklärt. Ist hier noch mehr auf dem Weg? Nö, eher nicht. Ich gehe mal hier so die Wege entlang in die Stadt. Aber weißt du, was ich zuerst mache? Weißt du, was ich zuerst mache? Ich meditiere, bis es hell wird. Damit ich die Stadt in vollem Sonnenlicht bewundern kann. Das halte ich für sinnvoll. Zumindest für ein bisschen sinnvoll. Oh. Da war Gold in einem hohlen Baumstamm. Wie schön. Das mal eine an. Die Morgensonne, die hier alles erhellt. Wunderschön. Da vorne ist ein Reiter, der reitet vor sich hin. Ach, das ist ein Bandit. Mensch, Kumpel. Fall nicht. Ich sagte, fall nicht.
Ah, wer ist denn da vom Schwert gefallen, wollte ich gerade sagen. Vom Pferd gefallen wie ein Trottel. Au, Mist. Jetzt hau doch nicht ab, komm her. Komm her. Zeig dir, wo der Frosch die Locken hat, Kollege. Da kommt noch einer. Huhu, der ist runtergefallen. So. Das war das. Das waren keine besonders starken Banditen. Die waren nur ein wenig banditig. So, und was ist das für ein Turm hier? Burg Drahim. Ah, natürlich. Die Burg Drahim, vermutlich. Hier wohnen die Hirsche nämlich. Die laufen gerade weg. Ja, weißt du was? Klar gehe ich da rein. Wenn die Tür schon sperrangelweit aufsteht. Jetzt wird's interessant. So, hoch oder runter? Erst runter, dann hoch. Ist das eine sinnvolle Idee? Erstmal klettern wir in den Keller. Ah, es werde Licht. Wuff. Jupp, ruhig weiter runter, genau. Oh, eine glitzernde Truhe mit Prinz Adrians Tagebuch und einem Kotzestahlschwert. Was ist denn in Prinz Adrians Tagebuch? Da muss ich sofort einen Blick reinwerfen. Kian war toll! Natürlich ist es schade, dass die übrigen Elfen-Schemas, Schemata heißt das, mit Professor Gloger irgendwo in den Ruinen von Estetaya verschwunden sind. Doch allein die Skizzen für dieses Stahlschwert sind so viel wert wie ein Dorf in Südredanien. Wir teilen die Profite entsprechend unserer Vereinbarung in zu gleichen Teilen. Ich behalte das Schema für das Silberschwert, Kian das Schema für die Armbrust. Ich muss sagen, dass die Köpfe der Expeditionsmitglieder in Essig nicht unbedingt nötig gewesen wären. Doch andererseits sind sie beeindruckender Nachweis von Kions Gewissenhaftigkeit und Professionalität. Der Hexer hat geschworen, dass keiner der Archäologen Estetaya lebend verlassen würde und er behielt Recht. Umso trauriger, dass Kion mein Angebot nicht angenommen hat. Als mein Leibwächter hätte es ihm nie wieder an etwas gefehlt. Pünktlicher Lohn, Kaviar und Erdbeeren zum Frühstück, Hummer zum Mittagsmahl, tägliche Bäder, ein Hofchirurg, Kurtisanen beiderlei Geschlechts für all seine Bedürfnisse. Und hätte er immer noch etwas begehrt, hätte er nur an meine Kammertür klopfen müssen. Er muss dieses Herumziehen in der Welt sehr lieben, denn ich glaube nicht, dass Jakob von Dembig ihm ein besseres Angebot hätte machen können als ich. Also wirklich, Jakob von Dembig, ein zweitklassiger Kapitän, der für eine Handvoll Kronenhuren an Novigrader Hafenarbeiter liefert. Mit ein bisschen Glück sinkt seine Nussschale im nächsten Sturm und Kion kehrt mit eingekniffenem Schwanz zu mir zurück. Unleserlich geschrubbte, unleserlich einwachsen, unleserlich, unleserlich Klingenöl, unleserlich Teufelsbovist, unleserlich Verzerrungen. Die Tinte ist deutlich frischer als bisher, offenbar sind mehrere Jahre vergangen. Ich habe gehört, dass der fliegende Hirsch, das Schiff auf dem Kion segelte, vor der Küste Grashügels gesunken ist. War das mein Fluch? Hm, nicht übel für einen Anfänger. Vielleicht sollte ich erwägen, mich in Ban Art einzuschreiben. Aha, interessant. Interessant, interessant. So, dann da noch was? Nein, du sollst... Was ist mit dir? Stolperst du hier vor dich hin? Nimm das auf. Hier, da ist kein Durchgang, obwohl ja eine Tür ist. So, dann haben wir hier im Keller alles leer geräumt. Dann können wir wieder nach oben. Können und wollen wieder nach oben. So, und ruhig bis in den Himmel hinaufsteigen. So vermessen sind wir doch wohl. Oh, da liegt noch ein Skelett. Zum Spaß wahrscheinlich rum. Einfach nur so. Oh, ich bin ein Skelett. Ich lege mich hier mal hin. Einfach so. Oh, es geht noch weiter hoch. Wie schön. Gut, ist ja auch ein Turm. Der sollte ein bisschen in die Höhe ragen. Ah, Blut. Ja, natürlich. Wo ein Skelett ist, darf Blut nicht weit sein. Hä? Da ist irgendwas zu untersuchen. Aber, ach, draußen oder wie? Okay. Dass ich deinen Rücken sehe, ist ja gut, Geralt. Aber dass ich in deinen Rücken sehe, wenn du hochkletterst, muss nicht unbedingt sein. Das da irgendwie auch noch. Ein Ei.
wie lange das da wohl schon drin liegt. Das ist auch schon gammelig. Boah, guckt sich einer die Aussicht hier an. Guck mal da unten die Felder, die blühenden Obstbäume, eine Mühle am Horizont. Das da hinten ist dann wohl die Stadt, Novigrad. Schön hier eigentlich, schön die Umgebung von Novigrad. Sieht ein bisschen einladender aus, da ist noch ein Skelett. Sieht ein bisschen einladender aus als Velen. Schön, schön. Oh, guck dir Novigrad an, wie riesig diese Stadt ist. Mit all den riesigen Türmen. Wow. Kann ich ja kaum erwarten, da hinzuschlendern und mir den ganzen Schrott anzugucken. Oh, wir können sogar noch aufs Dach steigen. Nice. Seltsam, als ob ein Wirbelwind vorbeigefegt ist. Bitte? Ein Wirbelwind? Ich sollte den Turm untersuchen. Ich habe den Turm schon untersucht. Die weiße Dame. Erkunde die Turmruinen mit deinem Hexersinn. Okay, ach, da finde ich hier auch gleich noch einen Auftrag. Das ist ja nice. Dann muss ich die nochmal mit meinen Hexersinnen hier untersuchen. Das Skelett wäre doch ein angenehmer, ein passender Untersuchungspunkt, aber nö, anscheinend nicht. Die weiße Dame, was mag das sein? Weiße Dame klingt ja sehr nach Geist, muss ich sagen. Klingt einfach so. Weil Geist so weiß, mit so einem Laken über, so ein Gespenst aus dem Film oder so. Na, wir lassen uns überraschen. Wir werden schon erfahren, wer die weiße Dame ist. Na, benutzt die Kackleiter, Alter. Wir suchen die weiße Dame. So, muss ich nochmal runter in den Keller? Ich gehe erstmal raus. Ich war noch nicht draußen hier. Da, ach, da ist eine Pflanze, die da... Ah, guck mal. Ist das etwa Blut? Ach, guck mal, da ist noch ein zweiter Keller. Interessant. Die Blutspur führt zum Keller. So ist es. So ist es. Oh, ein ausgeweideter Hund. Meiner ist es nicht. Wuffy jedenfalls. Wuffy, bist du's? Nein, nicht Wuffy. Alles klar, kann weiter bluten. Die Blutspur führt weiter in den Keller. Ach, da liegt ja jemand. Oh, wer hat denn da sein Bein verloren? Ghule haben die Leiche runtergeschleift, aber sie haben sie nicht getötet. Die Haut ist unnatürlich bleich und aufgesprungen. Unnatürlich bleich und aufgesprungen? Das klingt ja beinahe nach mir. So, irgendwas muss es hier sein. Oh, Fußspuren. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Gut, normale Menschen, die in... Was? Was ist da los? Was ist da los? Ich hab da doch gerade... Ist es unten? Cool. Alter! Hast du immer noch nicht genug? Du hast mir das ganze Bein weggenascht. Musst du noch zurückkommen und das Gesicht essen, oder was? Unerhört, diese Ghule. Ich glaube, das geht los. Das kann ja wohl nicht angehen. Ghulpack, Elendes. So, hier ist jemand panisch weggelaufen. Jetzt müsste ich die Person ja am besten mal finden und mal so ausquetschen, warum er denn so in Panik davongelaufen ist. Oh. Oh. Ja. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Nee, das ist ein toter Mensch. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Vielleicht war es deine Mutter. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Vielleicht gibt es für sie ja eine Belohnung. Ah, sieh dir das Anschlagsbrett in Ferneck an. Natürlich, wenn es hier eine Mittagserscheinung gibt, kann das natürlich gut sein, dass irgendjemand eine Belohnung dafür ausgesprochen hat, die zu schnappen. Von daher, ach guck mal.
Hier ist schön Ernte, die Felder da hinten. Da ist Klassenausflug von der Grundschule. Oh nein, halt! Das sind Halblinge. Ich dachte, das wären Kinder, aber das sind ja Halblinge und Zwerge. Entschuldigung, ihr seid natürlich keine Grundschüler. Ist Ferneck einfach so ein Dorf vor der Stadt? Ich bin mal auf der Karte. Ach, guck mal, das ist so ein Vorort quasi hier. Ah, interessant. Interessant. Ja, da sehe ich mir natürlich das Anschlagbrett mal an. Benutzen. Selbstgebackener Kuchen. Köstliche selbstgebackene Kuchen. Wie von Oma. Nur bei Tante Amelia. Apfelstreusel, Käsekuchen, Zwetschgenkuchen und viele andere. Alle aus dem feinsten Obst und Mehl. Direkt von den Feldern im Umkreis von Novigrad. Oh, jetzt so ein Käsekuchen. Da hätte ich schon Bock zu. Ich suche dich, großer dunkler Fremder. An den großen Fremden mit dem rabenschwarzen Haar und den smaragdgrünen Augen, der mir letzte Woche auf dem Fischmarkt beim Flunderkauf so charmant zugelächelt hat. Triff mich auf dem Fleischerhof. Bitte, ich werde dort die nächsten 7 Tage jeden Morgen auf dich warten. Oh, wie romantisch, beim Flunderkauf. Gebetskreis, wer zu uns stoßen und um ein baldiges Ende des Krieges beten möchte, ist in der Kapelle des ewigen Feuers in Ferneck willkommen. Das Feuer erleuchtet, das Feuer reinigt, das Feuer schützt. Was kann das Feuer nicht machen? Gwint-Turnier mit hohen Einsätzen. Gwint, Freunde! Spielt eine Runde 4 Gwint. Graf Tybald lädt als stolzer Gastgeber zu einem Gwint-Turnier mit hohen Einsätzen in die Passiflora ein. Es winken nicht nur herausfordernde Partien gegen die Besten der besten Spieler, sondern auch vortreffliche Siegesprämien. Die Teilnahme ist Damen und Herren vorbehalten, die entsprechende Gebühr aufbringen können. Zudem ist ein überdurchschnittliches Blatt erforderlich, das bei der Anmeldung überprüft wird. Bis bald in der Passiflora. Also ein überdurchschnittliches Blatt kann ich, glaube ich, immer noch nicht vorweisen. Aha, guck mal, Auftrag, die weiße Dame. Gute Leute, habt Erbarmen mit uns Bauern. Die Felder vor unserem Dorf werden von einer Erscheinung heimgesucht, die das Äußere einer Jungfer hat. Nur nicht das Gesicht, denn ihres ist grässlich und besudelt. Ich sag doch, es ist deine Mutter. Wer sich ihr auf 10 Spannen nähert, ist des Todes. So können wir unsere Ernte nicht einbringen und Hunger und Elend erwarten uns, wenn niemand etwas unternimmt. Wir wollen zusammenlegen und das Gold, das wir noch haben, demjenigen geben, der die weiße Dame vertreibt oder tötet. Helma, Witwe von Ignatius. PS, aufgrund der großen Nachfrage schreibe ich es gleich dazu. Ich habe kein Interesse an einer erneuten Heirat. Da kommen die Leute gleich zu ihr und baggern sie an. Na nett. Auftrag Teufel in den Wäldern. Verehrter Herr Hexer, falls sich einer in diese Gegend verirrt haben sollte. Ich habe das ungute Gefühl, ach was, ich bin todsicher, dass die Wälder, in deren Besitz zu kommen, ich das Glück hatte, bis neulich war ich jedenfalls noch dieser Ansicht, dass also diese Wälder zur Heimstatt irgendeines grausamen und bösen Teufels geworden sind. Ich heuerte vor kurzem einen Trupp Holzfäller an. Zwerge waren es, stramme Burschen, jeder von ihnen hatte in seinem Leben schon unzählige mächtige Bäume gefällt. Du kannst dir also meine Überraschung vorstellen, als sie verschwanden und der einzige von ihnen, der gefunden wurde, behauptete, ein Monster gesehen zu haben. Ich habe einen Preis dafür ausgesetzt, dass jemand mein Waldstück von bösen Kreaturen befreit und ich hoffe sehr, dass ich diese Belohnung bald jemandem überreichen darf. Beste Grüße, Brian Hotsch. Das nehme ich natürlich auch an, ist ja wohl klar. So, und nun sprich mit der Witwe über die Mittagserscheinung. Na klar, wir wollen uns ja um die Mittagserscheinung kümmern. So sind die Geizhälse. Oh, eine Kuh. Hallo, Kuh. Na? Kuh, wenn du so lange da liegst, bis der Zaun durch dich durchwächst, dann ist das zu lange. Das sieht schmerzhaft aus. Das kann doch nicht gesund sein. Wenn der Zaun durch den Hals wächst. Naja, die wird schon wissen, was sie macht. Ist ja eine Kuh. Heda, Helma von Helmas Klamm. Sei gegrüßt, Hexer. Ja, Dings, ne? Ich bin wegen der weißen Dame hier. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi? Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja,
Ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf. Mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Wie schön, dass du ihn aufbewahrt hast, den blutbesudelten, verfluchten Silberdolch des Todes. Luzis Eltern brachten es nicht über Scherz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Natürlich, warum auch nicht? Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Was für ein Zufall, dass du ihn gerade in der Hand hältst. Aber töte Luzi. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Keine Sorge, das Miststück schlitze ich schon auf. Ich werde sie von dem Fluch befreien, der auf ihr liegt. Oh, eine Blume.